habe ein Ergebnis. Wir haben uns gedacht, wenn schon ein Arzt in der Sendung ist, dann lassen wir uns jetzt mal den Blutdruck messen. Giovanni hat auch ein Gerät. Hat es bei dir funktioniert? Steht hat da funktioniert was? Und sich im Vergleich zu den Proben dramatisch verändert. Oh. Ja, bei mir auch. Was steht bei dir? Bei den Proben stand 120 zu 80, jetzt 111 zu 92. Na gut, aber das ist ja noch besser. Wenn man keine Beschwerden darunter hat, ist ein niedriger Blutdruck die beste Lebensversicherung. Das echt? Ist das niedrig? Ich bin so alles Medizinische zu vermeiden. Ja. Die 92 ist auch nicht zu hoch. Bei mir ist was passiert. Nochmal? Die 92 ist nicht zu hoch. Das wäre ein bisschen zu hoch, der diastolische Druck. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, dass diese Geräte fürs Handgelenk nicht ideal sind. Aber Entschuldigung. Was ist hier passiert? Also bei mir war... Oh, Frau Wagner, ja, dann müssen wir was tun. In der Pause, ja. Was ist das? Also in der Probe oder Pause, die wir hatten, da war es auch so, ich weiß nicht, 100 zu 80 oder so. Ja. Und jetzt ist es 160 zu 110. Ja, das wäre zu hoch. Ja, ja, ja. Das muss man ganz klar so sagen. Gut, dass ein Arzt da ist. Aber kann das sein, ich stelle gleich mein Rezept aus. Genau. Aber kann das sein, dass es daran liegt, dass wir aufgeregt sind? Ja. Das kann daran liegen, dass es aufregungsbedingt eben ist. Ist die Aufregung, weil ich jetzt mit Ihnen sprechen darf? Ja, vielleicht. Genau. Judith, darf ich dieses Ding wieder abnehmen? Das tut weh, ne? Das pustet sich immer auf zwischendurch. Ja. Ich mach das auch runter. Ist denn das Herz oder der Blutdruck bei Männern und Frauen unterschiedlich? Grundsätzlich? Grundsätzlich sollte er das nicht sein. Also im Idealfall ist eben dieser Lehrbuchwert von 120 zu 80 immer zu nennen. Das ist ein völlig normaler und guter Blutdruck. Wie gesagt, wenn er ein bisschen niedriger ist, schadet das auch nicht, solange man davon keine Beschwerden hat. Also wenn der Blutdruck irgendwann zu niedrig wird, kann einem halt schwindelig werden oder man kann müde werden oder ähnliches. Das beobachte ich jetzt bei Herrn Di Lorenzo nicht. Deswegen würde ich sagen, ist der Blutdruck von 110 oder was es war in Ordnung. Genau. Wie unterscheidet sich denn das Herz eines Mannes von dem einer Frau? Ja, also Judith! Also was ich dann beim Alltag oft merke, ist, dass Frauen das große Glück haben, dass sie seltener von Durchblutungsstörungen am Herzen betroffen sind. Das liegt insbesondere eben daran, dass die hohen Östrogenwerte, also die Geschlechtshormone einfach, die bis zu den Wechseljahren eben ja, sehr hohe Level haben, da einen besonderen Schutz darstellen. Also irgendwie so eine Art Teflonbeschichtung für die Arterien ausmachen. Dass sich da einfach nichts ja, absetzt sozusagen und dann eben die Arterienverkalkung dafür verursacht. Insofern ist es eben so, dass Frauen da großes Glück haben und auch seltener Herzinfarkte bekommen zum Beispiel. Das ist ja die Extremform der Durchblutungsstörung. Ja. Weil, man muss dazu sagen, unsere Zuschauer wissen das, unsere Stammzuschauer, Giovanni ist ein bisschen hypochondrisch veranlagt. Ja, ich durfte also das leicht. Eben kurz mitbekommen, ja? Schon. Ja. Und schon bei diesem Film, den wir uns angeguckt haben, gestern, ja, hat er gesagt, oh, ich werde ohnmächtig, da ist ein Herz zu sehen. Ich war auch strikt gegen die Ausstrahlung. Ja, ich wollte sie verhindern. Kannst du gerne mal zu einer Herz-OP in unser Haus einladen. Also, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Ja, das glaube ich, ja. Aber heißt es dann, dass Frauen weniger herzkrank sind als Männer? Also bezüglich der Durchblutungsstörung ist das tatsächlich so. Das ist ja nicht die einzige Herzerkrankung, die es gibt. Es gibt bestimmte Herzrhythmusstörungen, die treten auch bei jüngeren Frauen häufig auf. Also es gibt also durchaus bei jungen Mädchen, so mit im Teenageralter sozusagen. Da gibt es auch Rhythmusstörungen, die da ja, gehäuft auftreten. Eben. Und ich habe Ihr Buch gelesen und gelernt, dass sich zum Beispiel auch die Symptome unterscheiden. Ach, genau. Bei Herzkrankheiten. Ich habe ja zum Beispiel immer gedacht, Herzinfarkt äußert sich durch Ziehen im Brustraum. Und genau, das habe ich auch gedacht, dass das bei mir der Fall ist. Bei dir ist das auch so, wenn du einen Herzinfarkt bekommst, aber bei Frauen gibt es andere Symptome. Ja, genau. Es ist häufig so, dass Frauen da eben anders reagieren und dass es sehr unspezifische Symptome sind. Das ist häufig so etwas wie Übelkeit, Bauchschmerzen. Also wenn man denkt, man ist schwanger, hat man eigentlich einen Herzinfarkt. Das will ich so jetzt nicht unterschreiben. Nein, bestimmt nicht. Aber es ist eben tatsächlich so, dass es dem Arzt auch erschwert, da auf die richtige Diagnose zu kommen. Also es ist wirklich so, dass man da eben manchmal länger sucht. Und das ist leider auch dann Tatsache, dass dadurch, dass der Arzt länger suchen muss manchmal, wenn Frauen denn einen Herzinfarkt kriegen, dass sie dann auch öfter daran versterben als Männer. Weil eben die Zeit bis zur Diagnosestellung dadurch tatsächlich verzögert sein kann. Ja? Weil man guckt erstmal, macht erstmal vielleicht eine Magenspiegelung, guckt, ob da alles in Ordnung ist. Und bis dann tatsächlich die Diagnose des Herzinfarkts gestellt ist, kann eben mehr Zeit vergehen. Während der Mann sich ja ganz klar klassischerweise an die linke Brust greift und da weiß man gleich, was los ist. Ne? Das ist das Lehrbuchschema, dann sag ich mal. Ja. Aber Männer sollen sowieso ein Frühwarnsystem haben, habe ich gelernt. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine ganz interessante Untersuchung, dass das beste Stück des Mannes hier tatsächlich als Frühwarnsystem fungieren kann. Inwiefern? Ja, das ist tatsächlich so, dass Erektionsprobleme, wenn sie jetzt, sag ich mal, nicht durch die Partnerwahl bedingt sind zum Beispiel, das soll ja auch vorkommen. Ja.
Verschreckt, wo wir hier gelandet sind. Aber oder andere psychologische Ursachen haben, dann kann es eben tatsächlich sein, dass die Durchblutung ein Problem ist. Also man muss sich halt den Mechanismus bewusst machen, was ist für eine Erektion notwendig. Es ist ganz einfach so, dass mehr Blut in den Penis rein muss, als wieder abfließen sollte. Dann kommt eine Erektion zustande. Und wenn wir eben Probleme mit Arterienverkalkung haben, dann kann es sein, dass diese relativ feinen Regulationsmechanismen, die für die Erektion eben notwendig sind, als erstes aussetzen. Und dann sollte es eigentlich eine Veranlassung sein, wenn ein Mann Erektionsprobleme bekommt, dass er vielleicht auch doch mal zum Kardiologen oder zum Gefäßmediziner geht und sich da eben auch mal durchchecken lässt, ob irgendwo anders auch ein Arterienverkalkung. Ich sehe im Gesicht von Frau Böß die Überlegung, wie sie das schreibt. Ich schreibe schon mit. Genau, wie das in ihrem Programm eingebaut werden kann. Nächste Bühnenprogramm. Ja, es gibt da die interessante Untersuchung, dass durchschnittlich 3 bis 5 Jahre nach dem Auftreten einer Erektionsproblematik eben auch die Herzprobleme dann kommen können. Das ist so die durchschnittliche Zeitspanne, die da vergeht. Ja. Ich gucke dich jetzt nicht an. ich gucke Sie an und rede mit Ihnen über das Broken Heart Syndrom. Das haben wir auch gerade schon im Film gesehen. Das sind ja alles Dinge, die ich gelernt habe in Ihrem Buch. Deswegen habe ich mir schöne Notizen gemacht. Warum sind Frauen eher davon betroffen? Das ist eine sehr gute Frage. Also das gebrochene Herz. Ja, also es handelt sich erstmal um eine Erkrankung, die durch Stress ausgelöst wird. Also durch Adrenalin einfach. Adrenalin ist halt das bekannteste Stresshormon und das ist der Hauptauslöser dafür. Und es betrifft eben insbesondere ältere Damen, zu 90% sogar. Ja, nach meinen Beobachtungen ist es gehäuft so, dass der Tod des Ehepartners eigentlich da die Ursache sein kann. Also das ist ja leider, es ist einfach so, bedingt durch die Lebenserwartung, dass Frauen den Tod des Ehepartners halt öfter mitkriegen, als Männer den mitkriegen. Und das ist eigentlich so ein ganz häufiger Auslöser, dass das eben dann zu den hohen Adrenalinspiegeln führt und dass dann eigentlich so eine Erkrankung verursacht, die einem Herzinfarkt sehr nahe ist, also sehr vergleichbar ist. Ne? In der Antike wurde ja der Sitz der Seele verortet, da wo das Herz ist, also im Brustkorb. Gibt es dazu neue wissenschaftliche Erkenntnisse? Das kann man so leider nicht sagen, aber ich finde, es gibt Alltagserkenntnisse, einfach so Beobachtungen, die ich selber mache an mir, einfach wenn ich aufgeregt bin oder so, dass ich dann meinen Herzschlag halt merke oder auch wenn ich in der Klinik, ist ja oft auch wenig Zeit und viel zu viel Arbeit und dass ich dann wirklich auch ein Druckgefühl im Brustkorb merke, wenn ich irgendwie Stress habe und eigentlich an 5 Orten gleichzeitig sein soll. Und dass dadurch eben, dass diese Gefühlssituation, also diese Anspannung oder ja, auch Trauersituation oder sowas sich eben so im Brustkorb irgendwie manifestieren, dass daher diese Vermutung irgendwie nahe liegt, finde ich, dass da irgendwie so ein Gefühlszentrum liegen muss. Mhm. Das ist so meine Hypothese dazu. Wie ist das bei einem Bauchmenschen wie Magdalena Neuner? Ja, also ich bin da auch sehr sensibel. Also ich höre aber auch auf meinen Körper, vielleicht durch den Leistungssport bedingt, dass ich irgendwie schon in mich reinhöre und merke, wenn irgendwie was anders ist und bin da auch schon der Meinung, dass auch unsere Seele viel und für unsere Gesundheit. Wo ist die Seele? Also für mich persönlich ist es immer so, dass ich eine Übung gemacht habe, dass ich mich mit meinem Herzen verbunden habe. Das war in unserer mentalen Arbeit ganz oft so, dass wenn ich wichtige Fragen hatte in meinem Leben, dass ich wirklich mein Herz angesprochen habe, bildlich gesehen. Und ich meine, das klingt im ersten Moment lustig und vielleicht ein bisschen verrückt, aber man spürt es irgendwie, wenn man in sich reinhören kann. Was glauben Sie, Herr Sprenger? Ich habe darüber keine Informationen. Glauben Sie denn an die Seele? Sagen wir so, ich schließe es nicht aus. Ich weiß es nicht. Ja? Es gibt Situationen, wo man das Gefühl hat, es ist so. Und es gibt Situationen, da ist es nicht so. Also das ist ganz schwer zu sagen. Aber ich bin kein gläubiger Mensch, der das also genau verorten kann. Oder so. Und Sie, Tom und Bill? Ob ich aber an die Seele glaube? Ja. Ja, absolut. Ja. Ja. Wo glaubt ihr, wo sie ist? Herz, Bauch? Oh, das Kopf? Weiß ich gar nicht. Ach, darüber genau habe ich auch noch nie so nachgedacht. Ich glaube aber, ich glaube, wir haben eine ganz alte Seele. Ja, ich glaube an alte Seelen und sag ich schon wieder wir. Ich glaube, wir haben beide. Ihr teilt euch eine möglicherweise. Ja, also wir haben schon, haben Sie durch Seelenwanderung erhalten, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, also wir glauben auf jeden Fall an alte und junge Seelen. Genau, ja. Ich finde, man spürt das auch relativ schnell. Unser bester Freund zum Beispiel hat eine ganz junge Seele. Ja. Oder? Ja. Ist das gut oder schlecht? Ja, das ist ich bin gern mit jungen Seelen. Ich bin auch gern mit jungen Seelen. Ja. Ja. Entschuldigung, wenn ihr zusammen antwortet, seid ihr so süß. Weil wie so ein altes Ehepaar, ja? Bill prescht immer vor und Tom sagt ja. Ja. Und setzt an so zum halben Satz, dann geht es lieber wieder rein. Ja? Ich sehe das auch beim Arbeiten. Und bei Essensbestellungen. Und bei Essensbestellungen. Mhm. Beim Essen auch, der bestellt für Sie mit? Einer bestellt. Naja, einer bestellt, der andere bestellt das Gleiche in der Regel. aufs Herz zu antworten. Was können wir denn tun, Herr Doktor, sage ich jetzt mal. Sie machen ja gerade erst Ihre Doktorarbeit. Ja, das ist so, genau. Damit es dem Herzen gut geht.
Was können wir alle tun, damit wir möglichst nicht herzkrank werden? Ja, das ist jetzt immer der Moment, wo der Arzt gerne als derjenige mit dem erhobenen Zeigefinger dargestellt wird. Das sind halt schon die üblichen Empfehlungen, die jeder kennt. Es scheitert nur oft an der Umsetzung. Also man jetzt soll sich halt schon viel bewegen, man soll nicht zu viel Fettiges essen, also gehaltvoll essen. Auch Kohlenhydrate sind inzwischen ja sehr in Verruf geraten. Ideal ist es halt, wenn man von den Genen her noch Glück hat und so weiter, dass man in der Familie nicht viele Herzprobleme hat. Genau, das sind so die Dinge. Und man muss halt psychologisch. Gut, dass über das Rauchen nichts gesagt haben. Ja, Rauchen. Das ist schon so selbstverständlich, das weiß inzwischen, glaube ich, jeder. Genau. Ja, sage ich auch mal. Aber Sie sagen, glaube ich, auch Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, ne? Das ist auch ein großes Problem, dass viele Menschen halt mit dem Auto zur Arbeit fahren, sich da vor ihren Computer setzen, sich dann noch einmal in die Kantine bewegen, um da Currywurst mit Pommes zu bestellen und dann eben zu Hause auf die Couch fallen und das für den Fernseher einschalten. Aber darf ich auch eine Frage im Namen von Herrn Sprengstedt. Ja, klar. Das Glas Rotwein am Abend, ist das gut oder schlecht fürs Herz? Es ist, wenn es bei einem Glas bleibt, und das ist ja ehrlicherweise, wenn man mal die Hand aufs Herz legt, das große Problem ist, bei einem Glas zu belassen. Aber ein Glas dann ist Tag. Sagen wir mal zwei. Sagen wir mal zwei. Jetzt sage ich mal. Also ich werde Ihnen da keine Ist das ein Mythos, eine Erfindung das der Wein? Das ist ein Mythos tatsächlich. Also ein Glas Wein macht eigentlich nichts. Es hat keinen positiven und keinen negativen Effekt. Das sind eigentlich aktuell so also die... die Situation und ab zwei geht es halt bergab leider. Ja, da haben wir eindeutig negative Effekte, wo dann der Blutdruck steigt und darüber eben dann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wieder in die Höhe geht. Also da kann ich Ihnen leider keine Absolution erteilen, das ist so. Ja. War auch gar nicht so gemeint, das war rein. Gut. Ja? Und macht das einen Unterschied, wenn ich die 7 Gläser Wein an einem Tag trinke? Ja, macht es. Das macht einen Unterschied? Ja, also ein Glas am Tag ist okay, aber wenn man... 7 an einem Tag und dafür... Nee, das ist nicht so gut. Nee. Ja. Nee. Also dann macht die Leber dann Probleme. Man muss ja den Körper noch mal als Ganzes betrachten. Ne? Und das ist halt, ja. Wir haben hier ja zwei echte Rockstars sitzen, die sich aber sehr gesund ernähren, wie ich gelernt habe. Vegetarisch, aber das heißt ja nicht unbedingt vegetarisch. Wir essen quasi den ganzen Fastfood nur ohne Fleisch. Genau. Ja. Also Pommes und so schon. Ich liebe Pommes, ich liebe alles mit Kartoffeln. Ich versuche aber, ich liebe schön frittiert, also das ist immer gut. Nein, wir versuchen schon ein bisschen, also ich versuche schon ein bisschen mich. Das sagst du immer, aber das finde ich nicht. Ich habe mehr. Also zumindest bei der Getränkewahl ist es schon öfter so, dass du Cola oder Wein trinkst und ich ab und zu auch mal ein Wasser bestelle. So, sag mal, können wir nicht Sendezeitverlängerung beantragen? Ja, super. Die Rolling Stones haben ja am Wochenende in Hamburg, gespielt. Wie ist denn das zu erklären, dass die noch auf der Bühne stehen? Ist eine sehr gute Frage. Es gibt die schöne, es gibt die schöne Geschichte, dass der Leibarzt dieser Band denen mal gesagt hat, dass sie, wenn sie so weitermachen, keine 3 Jahre mehr leben werden. Inzwischen stehen die immer noch auf der Bühne und dieser Leibarzt ist verstorben. Also das ist Also man kann das auch nicht so generell sagen. Ich meine, Sie haben ja auch viel Erfahrung mit Herrn Schmidt gemacht. Das ist ja auch so jemand, der immer gerne, also Helmut Schmidt, der immer gerne genannt wird, wenn es ums Rauchen geht. Und der hatte ja da auch irgendwie keine Probleme mit. Der hatte ja auch so eine Art Teflon-Beschichtung da bezüglich des Nikotins gehabt. Es gibt Menschen, die haben da in einzelnen Fällen. Aber er hätte Fällen länger gelebt, wenn er nicht geraucht hätte. Hätte noch länger gelebt. Das hätte natürlich noch sein können. Ja, das kann man jetzt schwer beurteilen. Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Ja. Also, Herr Spreng, Sie würden sich als Journalist bezeichnen, ne? Was heißt bezeichnen? Bin ich, ja. Ja, und Politikberater. Erst einmal die Frage, was ist, warum ist er sehr gefährdet? Ich glaube, das ist auch ein sehr stressiger Job. Ne? Also Blutdruck senken wird der Job nicht sein. Deshalb lebt er jetzt auf Mallorca. Ja, ich bin ja Teilzeitrentner. Ja, jetzt kommt also doch nicht Journalist. Nein, ich habe ein angenehmes Mischungsverhältnis aus Beruf und Freizeit. Und sag mal, wenn ich auf Mallorca bin, schwimme ich täglich eine halbe Stunde im Meer. Das ist doch wahrscheinlich das ist schon gesund. Super. Ja, genau. Also Ausdauersport und das bis 5-mal die Woche, 20 Kilometer mit dem Rad oder so. Das ist ja in Ordnung. Nochmal bitte? Das? Oder einmal die Woche 20 Kilometer mit dem Rad. Ich gehe 3-mal am Tag mit dem Hund. Das ist doch okay, oder? Ja, das ist alles sehr vorbildlich. Winter ist schwierig. Die Hauptberufszeit sozusagen, falls ich das so nennen darf, die bei Ihnen ja nun vorüber zu sein scheint, wo man wirklich 40 Stunden da in der Redaktion sitzt und da wirklich viel zu tun hat und die Abgabetermine dann nur so auf einen einprasseln, ich glaube nicht, dass das sehr schonend ist. Sind Journalisten wirklich an der Spitze der Tabelle mit Herzkrankheiten? Da muss ich jetzt passen, müsste ich nachlesen. Also das ich habe nur als Beispiel, als ich als Chefredakteur aufhörte, hatte ich 15 Kilo mehr als jetzt. Ja? Und zwar Frustfresserei, zu spät abends und aus Frust und so weiter. Und das hat sich normalisiert. Ja. Mhm. Ja, klar. Das ist ja durch die Stress. Vielleicht können Sie uns noch einen letzten Tipp mit auf den Weg geben, was wir alle beherzigen sollten. Vielleicht einer, der Spaß macht, außer dem Wein.
Ja, man muss halt den Spieß umdrehen und irgendwie suchen, sich was suchen, was einem gut tut. Also zum Beispiel der Tanzkurs, wo man dann den Partner fürs Leben vielleicht findet. Oh. Verlieben ist unglaublich. Ist gut, genau. Verlieben ist gut, ja. Das ist einfach so, genau. Ja, und man muss das Positive sehen, genau. Felix Schröder, danke. Super 3 nach 9.